Erdogan möchte das, was er in Syrien, Libyen und vielen weiteren Gebieten gemacht hat, heute in Armenien fortsetzen. Dass die Türkei so offen an der Seite Aserbaidschans steht, reißt bei uns Wunden auf, die über 100 Jahre zurückliegen. Wunden, die nicht verheilt sind. Nur 5 Jahre sind vergangen, nachdem die Welt sagte, never again. Armenien ist das Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn Geschichte nicht ehrlich aufgearbeitet wird. Sie wiederholt sich. Der Völkermord an den Armeniern stellt auch nach 100 Jahren explosiven Diskussionsstoff dar, obwohl er mehr als nur bewiesen ist. Und dieser ist unter deutscher Mitwirkung ausgetragen worden. Und Deutschland hat erst 2016 in Abwesenheit höchster Regierungsvertreter geschafft, das Kind beim Namen zu nennen und die Ereignisse von 1915 bis 1917 als Völkermord zu benennen. Und das nur auf Drängen einiger weniger Abgeordneter. Cem Özdemir sei hier unter anderem hervorgehoben. Die Türkei bestreitet bis heute alles, was damit zusammenhängt. Was jetzt passiert, ist nichts anderes. 18, 19-jährige armenische Jungs kämpfen gegen Terroristen, gegen Dschihadisten und mittellose Männer auf der Seite Aserbaidschans, die nicht einmal wissen, was sie bekämpfen. Familien verlieren auf einen Schlag ihre Söhne. Assach war und ist immer armenisch besiedelt gewesen. Die Kämpfe sind die Folge der willkürlichen und ignoranten Grenzziehungen durch Stalin, der den Aserbaidschanern ungeachtet der Bevölkerung, der Geschichte und den Tendenzen vor Ort das Land zugesprochen hat. Die aserbaidschanische Regierung hat nichts Besseres zu tun, als hier das Völkerrecht zu ihren Gunsten zu nutzen und damit zu argumentieren, dass dieses Land rechtlich zu ihnen gehört. Aber nicht ethnisch. Über 90% der Bewohner sind Armenier. Die Sprache ist armenisch, die Religion ist christlich und die Kirchen in Artsach sind so alt, dass in der Zeit Aserbaidschan 100-mal neu gegründet werden kann. Mit welchem Recht nimmt sich die aserbaidschanische Regierung raus, so zu argumentieren? Hass gegen Armenier steht auf dem türkischen und aserbaidschanischen Lehrplan, nicht auf dem armenischen. Ich bin in Jerewan zur Schule gegangen. Ich bin in einem toleranten Haushalt aufgewachsen. Weder meine Lehrer, noch meine Eltern, noch irgendjemand aus meinem armenischen Umfeld hat mir jemals Hass oder Hetze vermittelt. Ich spreche für alle Armenier. Wenn ich im Fernsehen sehe, wie in Baku bereits Feuerwerke stattfinden, die den Sieg Aserbaidschans über den angeblichen Terrorstaat Armenien feiern, dann frage ich mich ehrlich, wie das die Asari und türkische Diaspora sieht. Asaris und Türken im Ausland, seid ihr eure eigene Propaganda nicht langsam selber leid? Wir leben in Deutschland, in einem Land mit einem der höchsten Bildungsniveaus und freien Zugang zu fundiertem Wissen. Warum verlasst ihr euch nur auf das, was euch euer Land oder eure Eltern vermitteln? Und was ist mit der Weltgemeinschaft? Wo ist sie? Leben wir tatsächlich in einer Welt, in der eben diese Gemeinschaft eher den Terror unterstützt, als die, die darunter leiden? Leben wir in einer Welt, in der Geopolitik und ökonomische Bestrebungen über allem stehen? Wo war die Weltgemeinschaft in Syrien? Wo ist Europa? Wo bist du, Friedensnobelpreisträger Europa? Wo bist du,
Wer kann sich hierzulande vorstellen, was Krieg ist? Wer weiß schon, was an der Front abgeht? Wer nach dem aserbaidschanischen Bombardement einer Kirche, Söldnern im Auftrag der Türkei gegen Armenien und der Verweigerung des Waffenstillstands von Seiten Aserbaidschans bis zum Schluss sagt, dass beide Seiten gleichmäßig und fair behandelt werden müssen, verliert jegliche Glaubwürdigkeit. Yeah! Manfred Grund aus der CDU sagte bei der letzten Befragung der Regierung Folgendes. Herr Minister, im Südkaukasus ist Krieg. Bergkarabach wird bombardiert aus Haubitzen von Flugzeugen und von Drohnen. Wenn nicht auf die Hauptkonfliktpartei Aserbaidschan eingewirkt wird, werden zum Jahresende 140.000 Armenier aus Bergkarabach meistens vertrieben oder getötet sein. Wir können dann vielleicht in 50 Jahren eine Gedenkstunde darüber machen, wenn nicht tatsächlich auch die Bundesrepublik viel stärker als bisher auf die Konfliktparteien und hier im Wesentlichen auf Aserbaidschan und die Türkei einwirkt. Ich möchte daran erinnern, dass wir es mit einer Regierung zu tun haben, die einen Mörder zum Nationalhelden erkoren hat, der 2004 bei einem NATO-Lehrgang in Budapest einen armenischen Militärangehörigen im Schlaf enthauptet und danach meinte, dass es immerhin einen Gurgen, also Armenier, weniger gibt. Ungarn, die EU, hat ihn nach einigen Jahren Haft freigelassen, wissend, was passieren würde. Wir haben es mit einer Regierung und zugehörigen Rassisten zu tun, die jegliche Kritik, jegliche Wahrheit in Drohungen übelster Art ersticken oder Menschen mit ihren Petrodollars kaufen. Eine Regierung, die weder Presse noch Meinungsfreiheit noch politische Vielfalt zulässt. Armenien kämpft gegen den Terrorismus. Armenien kämpft für den Frieden. Auf beiden Seiten fallen sinnlos Menschen. Menschen mit Familien. Wofür das Ganze? Deutschland, EU, Welt. Schaut nicht nur zu. Macht euch nicht erneut schuldig an Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und deswegen appellieren wir an euch alle. Seid laut. Erhebt eure Stimme gegen Ungerechtigkeit. Kämpft mit uns für den Frieden. Türken, Aseris, Kurden, Aleviten, Griechen, Jesiden, kämpft mit uns für den Frieden. Steht auf gegen die Rassisten Erdogan und Aliyev. Frieden für Arzach! Frieden für Armenien!